Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Shoki Banoki The New Television. Mein Name ist Sandra vom Kanal Einfach Sunny und ich bin hier auf dem Kanal für die Happy Life Hacks zuständig. Wenn du das Gefühl hast, dass andere immer ihre Aufgaben schaffen und du dem Ganzen hinterherhinkst, dann bleib doch einfach dran. Denn heute zeige ich dir, wie du mit der ABC-Methode ganz einfach deine Ziele erreichst und dadurch glücklicher und erfolgreicher wirst. Viel Spaß, los geht es nach dem Intro. Wie schon im Intro erwähnt, kann es sein, dass du dich vielleicht so fühlst, als würdest du nicht deine Aufgaben schaffen und andere hätten irgendwie immer den Plan. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es mir genauso ging und ich immer geguckt habe, Mensch, warum sind andere so erfolgreich? Warum schaffen die das? Wie kriegen die das hin, Haushalt, Kinder, Job und Co. auf die Kette zu kriegen und warum klappt das Ganze bei mir nicht? Ganz einfach, ich habe einfach meine Prioritäten falsch gesetzt. Prioritäten sind dir sicherlich bekannt und ich glaube, das muss ich nicht weiter erläutern, aber es ist eben halt so, dass wir uns sehr schnell ablenken lassen von anderen, von äußeren Umständen und unsere eigenen Prioritäten dadurch nach hinten anstellen. Heute möchte ich dir in diesem Video erklären, wie du mit der ABC-Methode ganz einfach deine Ziele erreichst, erfolgreicher und somit auch glücklicher wirst, weil du eben halt auf dem Level bist, wo du eben halt gerne hin möchtest. Fangen wir also an. Die ABC-Methode. Sicherlich hast du das schon mal gehört, doch wie wendet man diese genau an? Ich setze mich jeden Abend hin und schreibe mir eine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Und da so ein Blatt Papier oder eben halt auch eine Notiz in der Notizen-App sehr lang werden kann, habe ich mir angewöhnt, meine To-Dos für den nächsten Tag auf ein Post-it zu schreiben. Ein Post-it ist in der Regel nicht so groß wie ein A4-Blatt und dementsprechend hast du natürlich auch nicht so viel Platz, um unendlich viele To-Dos dort drauf zu schreiben. Doch fangen wir mal an. Erstmal setzt du dich hin und schreibst erstmal runter, was dir so einfällt. Sei es einkaufen, sei es Rechnung überweisen, sei es die Buchhaltung machen, sei es ein Video für YouTube zu drehen, sei es eine wichtige E-Mail zu verfassen und so weiter. Du schreibst erstmal alles runter, ohne dies Ganze zu bewerten. Der nächste Schritt, den du dann machst, ist, dir nach A, B, C die Sachen einzuteilen. Das A steht in diesem Fall hierfür, für eine Aufgabe, die du nicht verschieben kannst, die nämlich dann Konsequenzen für dich bedeuten würden. Das heißt, wenn du eine Rechnung nicht rechtzeitig überweist, kann dies bedeuten, dass du eine Mahnung bekommst, zusätzliche Mahngebühren und das wird vielleicht teuer. Unter Umständen hast du sogar einen Negativeintrag in der Schufa, wenn du dem Ganzen aus dem Weg gehst. B ist eine Aufgabe, die du zwar machen müsstest, die quasi ein Nice-to-have sind, weil es dir wichtig ist, aber jetzt in dem Fall keine Konsequenzen für dich hätte. Und C ist ganz einfach, die Aufgabe zu delegieren bzw. ganz zu streichen. Nun setzt du dich also hin und guckst dir deine Liste ganz genau an. Welche Aufgaben sind A-Aufgaben? Sprich, du fragst dich ganz einfach, bei jeder Aufgabe, die du dir aufgeschrieben hast, hat dies Konsequenzen für mich? Kannst du dies mit einem Nein beantworten, dann stelle dir die Frage, ob du sie delegieren kannst. Wenn hier die Antwort Ja ist, dann schreibst du ein C vor die Aufgabe. Und so verfährst du halt mit jeder einzelnen Aufgabe, bis du alle Aufgaben mit einem dieser drei Buchstaben der ABC-Methode zugeordnet hast. Dann kommt der nächste Schritt und du schreibst dir entweder auf einem gesonderten Blatt Papier nur die A-Aufgaben oder kreist diese auf deinem Notizzettel ein. Dann legst du diesen Zettel für kurzen Moment weg, tust irgendwas anderes und nimmst im Nachgang diesen Zettel. Und die Aufgabe, die dir als erstes ins Auge springt, ist nämlich die Aufgabe, die scheinbar am wichtigsten ist.
Das ist die A1-Aufgabe. Und diese Aufgabe erledigst du nächsten Tag gemäß Eat the Frog als erstes. Du lässt dich von nichts ablenken, sondern erledigst erst diese Aufgabe. Erst wenn diese Aufgabe abgearbeitet ist, widmest du dich den anderen A-Aufgaben und dann B. Mitunter ist es so, dass im Laufe des Tages die C-Aufgaben so gar nicht mehr wichtig sind, weil du länger drüber nachdenkst oder du sie in der Zwischenzeit, wie zum Beispiel einkaufen, Post wegbringen und so weiter, delegiert hast. Dann kannst du diese natürlich getrost von deiner Liste streichen. Das sind die Punkte, die ich jeden Tag mache. Das heißt, ich schreibe mir meine To-Do-Liste auf, priorisiere nach A, B oder C und schaffe dadurch eben halt auch meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Ja, wenn du einen weiteren Tipp hast, wie man erfolgreich seine Aufgaben abarbeitet, dann schreib das doch einfach gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Däumchen nach oben da und wenn noch nicht geschehen, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dann, eure Sanni.